Folgen Sie der Kultur? Der Musik? Der Oper? Folgen Sie uns hinter die Kulissen der Bayreuther Festspiele. Viel Vergnügen wünscht die Hypo Vereinsbank. Frau Pankratowa, der berühmte Anruf, der aus Bayreuth kommt und einen für eine Neuinszenierung noch dazu als Kundry haben möchte. Was geht einem da durch den Kopf, wenn der passiert? Ah! Nee, das war schön, das war schön. Also natürlich habe ich mich sehr gefreut. Also das ist auch eine große Verantwortung, die auf mich zukommt, das ist ganz klar. Das wird auch mein Rollendebüt sein, also alles zusammen Bayreuth-Debüt. Also ja, wie gesagt, ich habe im Leben nie leichte Aufgaben gehabt und das ist jetzt wieder eine davon. Aber ich freue mich drauf. Wobei Kundry ist ja keine lange Rolle, aber eben eine sehr vielschichtige. Ja, das ist, ja, an sich es ist, wenn man so denkt, wenn ich Sente singe, das ist auch keine besonders lange Rolle, ne? Zweiter Akt im Prinzip. Und so. Und fast alle meine Rollen, mit Ausnahme von Ferberin und Elektra, sind nicht lang, ne? Aber, oho, wie gesagt, ne? Also die sind wirklich heftig. Ne? Ich freue mich einfach, dass ich in dieser Umgebung meine Debüt machen kann mit so einem tollen Regisseur und Kollegen. Hatten Sie die Gelegenheit, die Akustik vorher schon zu hören, ein bisschen zu testen, oder sind Sie wirklich auf die erste Probe auf der Bühne gegangen und dann wurde aus? Nein, ich war schon hier im Haus bevor und habe ein bisschen vom Sieglinde gesungen und dann vom Ortrud, ein bisschen vom Kundry und das war, ich konnte eigentlich nicht aufhören, also das war so toll, so anders als irgendwo noch, dass ich einfach das genossen habe. Ja, und Katharina Wagner hat immer gefragt, ob ich eine Pause bräuchte, ne? Und habe gesagt, nein, das ja wunderbar, ich genieße es, also ich singe einfach weiter und das, ja, weil man fühlt sich wie in einer Cello sitzen, nicht wahr? Und das ganze Haus hilft wunderbar akustisch, also das ist einmalig. In Russland wird wieder mehr Wagner gespielt als noch vor einiger Zeit. Ich nehme mal an, Sie haben sicherlich in Ihrem Studium auch erstmal sich nicht mit Wagner beschäftigt, Sie leben lange in Deutschland. Sind Sie durch die anderen Rollen in Wagner reingewachsen? Kann man so sagen, also meine erste Wagner-Erfahrung war in Nürnberg in die 90er Jahren, als ich mein erstes Engagement angetreten bin und im Staatstheater Nürnberg und da war ich eine von den Blumenmädchen. Ne? Und da war, damals natürlich hatte ich nie daran gedacht oder geträumt, Kundry mal zu singen. Ne? Noch dazu in Bayreuth. Ah, noch dazu in Bayreuth, genau. So, das war die erste Partie, dann, aber das mischte sich immer mit Italienischen, mit Mozart-Partien, mit allem Möglichen, nicht wahr? Also ich bin sehr glücklich, dass mein erstes Opernengagement in Deutschland angefangen ist und angefangen hat und zwangsläufig, also irgendwie musst du und als erste Dame mal und als Blumenmädchen mal und als Tosca und als Ariadne und was auch immer, was Contessa, ne? Also würde alles gut dosiert, gemischt, repertoiremäßig. So könnte ich da reinwachsen und das ganz natürlich aufnehmen. Kundry, die fremde Frau, die Höllenrose, die Büßerin. Eigentlich nur im zweiten Akt hat sie wirklich Möglichkeiten, sich auch vokal groß zu entfalten. Ist das schwierig, weil man zwei Akte eben auch sehr viel spielen muss, sehr viel aktiv auf der Bühne sein muss? In meinem Fall drei Akte, weil der Regisseur hat für mich eine wunderbare Aufgabe auch im dritten Akt. Würde ich nicht weiter verraten wollen, aber schauspielerische Aufgabe und inzwischen ist für mich nichts mehr schwierig, also, weil sie schlüpft ja auch in verschiedenen Rollen, das ist ja so toll, nicht wahr? Und das haben wir diese Idee, dass sie immer wieder nach jedem Schlaf immer wieder neu geboren wird und immer neu sich irgendwie zu neuen Aufgaben, zu neuen Taten, wie die Brunhilde sagen würde, aber ne? Bereit oder gezwungen würde, also das ist ja natürlich eine an sich faszinierende Sache, weil wenn du Sentes schaust, was ich auch viel gesungen habe, okay, sie ist ganz straight und ganz genau und sie weiß wie und sie weiß da und Opferung und was nicht alles und so weiter. Also ganz klarer Charakter. Ne? Also
Kundry ist ein bisschen chargiert, die Charakter, nicht wahr? Sie ist, schlüpft mal in diese Mutterrolle, macht Schuldgefühle zu ihrem Sohn Parsifal, nicht wahr? Und mal in geliebte Rolle, mal in eine fast Hurenrolle, mal in alles Mögliche, nicht wahr? Und das ist ein bisschen irgendwo auch schizophren, ein bisschen irgendwo, das ist nicht so ganz gerade. Ist es schön, auch mal die einzige Frau in so einem Männerensemble zu sein? Ja, also, aber schön. Na, vor allem, ich bin sehr dankbar, solche tolle Kollegen zu haben. Also wirklich, also der Klaus Florian Vogt hilft mir sehr, der hat große Erfahrung mit dieser Rolle, mit diesem Stück und ist ein wunderbarer Kollege und auch der eigentlich alle, ne? Und der Gurnemanns und der Klingsor, alle. Wunderbar. Und das ist ganz toll. Aber diese allein ein Stück als Frau zu sein, kenne ich vom Tosca. Und genieße es. Ich genieße immer dritte Akt Tosca, wo das Haus schon leer ist, weil Kor nach Hause gegangen ist. Wissen Sie, also ja. Theater hinter, was das Publikum nicht sieht, ja. Und nicht spürt. Ja? Und so. Und dann bleibt nur die Drama. Du, dein Mario, noch Schatten vom Scarpia, der uns alles trotzdem, ne, kriegt irgendwann und so. Aber diese Stille im Haus und du denkst, okay, das ist jetzt dein Moment des Abends, dieser dritte Akt. Ich genieße das.